Mit der Kutsche, der Limousine oder doch lieber dem Privatjet? Als Royal hat man in der Regel die freie Auswahl. Königin Mathilde wählt jedoch ein eher ungewöhnliches Gefährt für royale Verhältnisse. Die belgische Königin schwingt sich nämlich auf ihren Fahrradsattel und tritt gemeinsam mit einer ganzen Radlertruppe ordentlich in die Pedale. Anlässlich des 50. Geburtstages der vierfachen Mutter im Januar 2023 findet die große Radtour in Westflandern statt, unter dem Motto »Gemeinsam bewegen für geistiges Wohlbefinden«. Die Königin ist bester Laune auf ihrem Gefährt und wirkt mit ihrem lässigen Outfit ganz bodenständig. Zwischen Juli und Dezember will die Königin in allen Provinzen des Landes eine Tour zu Fuß oder mit dem Fahrrad unternehmen. Gemeinsam mit Menschen und Organisationen, die sich für das psychische Wohlbefinden einsetzen. Klingt nach einer sportlichen Herausforderung? Naja, für Königin Mathilde wohl eher Daily Business. Ihr Können stellt die Sportskanone nämlich schon des Öfteren unter Beweis. Zum Beispiel, als sie 2021 den Sportcampus Langemunte in Kortrijk besucht. Auf dem Basketballfeld liefert sie damals eine echte Glanzleistung ab. Und auch den 20-Kilometer-Lauf in Brüssel meistert sie mit Bravour. Auf einen Shuttle-Service ist diese Königin jedenfalls nicht angewiesen.